den großen bin ich auch los. Na, was kommt? Ach nee. Der Eiskönig aus Dantes Froster. Jetzt kommt er mal so einfach. Obwohl, das hier ist wahrscheinlich der Elektrokönig. Ja, genau. Na, ist ja nicht wahr. In Dantes Froster war er der Endboss und hier taucht er einfach mal so auf. Gibt's das denn? Na, dann habe ich hier gleich mal was für dich. Fang mal damit was an. Aber die Dinger gehen gleich kaputt, deswegen brauche ich nichts kaputt zu schlagen. Jetzt kriege ich sofort die Energie. Hier, friss das, Arschloch. So, dann gib mir mal wieder Energie, du Arsch. Du sollst mir Energie geben und nicht mich auslachen. Danke. Sehr schön. Weit kommen die ja nicht. So, ist es das? Jawoll! So, jetzt komme ich wieder... Oh! Ich glaube, ich bin gleich am Ziel. Da ist nämlich der Aufzug. Und dieser Aufzug bringt mich, glaube ich, bis nach oben zu Cinder. Habe ich es etwa doch schon fast geschafft? Das wäre ja ein Ding. Weil diese komischen Kristalle, die muss ich alle zerstören, weil die den Aufzug... Ach scheiße, hier funktioniert die Erdbombe nicht. Kacke, warum? Warum funktioniert die hier nicht? Fick dich, Alter! Och Mann, ey. Aber er ist wenigstens tot. Das habe ich noch geschafft. Oh, jetzt muss ich die Kristalle zerstören, weil die eben den Aufzug davon abhalten, weiterzufahren. Und davon gibt es, glaube ich, 3 Phasen, wo ich Gegner besiegen muss, bevor ich weiterkommen kann. Und der Aufzug bringt mich bis nach oben zu Cinder. Schön, habe ich es dann doch endlich geschafft. Und danach ist dann bloß noch Konvexität. Und eben der letzte Kampf gegen Cinder. Warum verkloppe ich die eigentlich alle? Ich habe doch Elektrizität. Ey! Runter mit dir. Runter mit dir, habe ich gesagt. Wow! Die habe ich mal hier weggezogen, ey. Wow! So, jetzt müsste gleich... Die erste Stufe komme ich... Ja, da ist es schon. Da wäre ich angehalten jetzt. Jetzt kommen überall so eine scheiß Gegner raus. Die Erdbombe brauche ich ja hier leider nicht anzuwenden, weil die nichts bringt. Oder bringt es jetzt doch wieder was? Ach, ich habe gar nicht mehr die Energie, um es auszuprobieren. Meine Nase ist schon wieder zu, ich merk's. Ach Mann, ey, das regt mich so auf. Ich kann es jetzt mal versuchen. Ah, okay, jetzt funktioniert sie wieder. Warum auch immer. Dann mache ich die mal hier ganz schnell fertig. So, der ist tot. Der ist auch tot hier. So, jetzt kann ich weiter. Sehr schön. Aber hier war doch noch irgendwo jemand aufgekommen. Wo sind die Edelstände dafür? Ach, scheiß drauf. Ach ja. So. Nächste Stufe. So, kommen die in die Mitte? Nö, schade. Aber die kann ich ja hier ganz schnell runterschmeißen.
Deswegen muss ich es mir ja gar nicht so schwer machen. Dann bin ich die ganz schnell los. Jetzt müssten die nächsten Gegner kommen. Wieder so eine kleine. Und tschüss. Das hier ist ja wenigstens jetzt ziemlich unspektakulär im Gegensatz zu den anderen Sachen, wo ich vorher war. Wo diese ganzen Gegner mich immer fast getötet haben. Wo ist der runter? Ja, ist er. Da hinten, oh, da hinten ist schon der nächste. Ey, voll runter, jawohl. So. Ist noch irgendwo einer? Ja, da kommt. Hä, warum kommt denn nur da einer? So, jetzt darf ich weiter. Wie schön. Und ich glaube, eine Phase kommt noch. Ich kann hier mal gucken, ob ich was sehe. Ja, da ist noch eine Phase und da drüber ist nichts mehr. Da geht's dann hoch bis zu Cinder. So, das war's. Jetzt die letzte Phase. Dann kann ich endlich Cinder in den Hintern treten. Wo ich das sehr ungern mache, denn Cinder ist neben Spyro mein absoluter Lieblingscharakter. Jetzt muss ich nochmal Pause machen, mir läuft schon wieder die Nase. Oh. Mann, ey, ist das widerlich, so eine verstopfte Nase. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht krank. Obwohl, jetzt könnte ich eigentlich noch krank werden. Das wäre ja noch nicht so schlimm. Ich fange erst in 2 Wochen mit der Ausbildung an. Deswegen, jetzt habe ich ja noch Urlaub, da kann ich ja noch krank werden. Wenn ich während der Ausbildung gleich krank wäre, ist ja scheiße. Naja, aber das scheiß wechselhafte Wetter, das macht einen auch fertig. Das kriegt man körperlich dann auch mit. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist das immer so. Wenn das Wetter wechselhaft ist, geht's mir immer scheiße. Entweder fühle ich mich müde oder ich werde krank. Oder bin ich ja nicht der Einzige. So, ist das hier der letzte? Nein, nein, ist noch einer. Kommen hier gar keine großen Gegner? Wann seid ihr Schlaffis? Immer noch mittlere. Da ist noch ein mittlerer. Kommen hier echt keine großen? Das ist ja ein Ding, ey. Tatsache, keine großen Gegner. Wow. Na gut. Dann auf zu Cinder. Mich trennen nur noch 5 Kristalle von ihr. So, das ist der letzte. Und jetzt geht's zum finalen Kampf gegen Cinder. Dabei wünsche ich euch dann viel Spaß. Und jetzt kommt auch eine sehr schöne Cutscene. Die ist episch. Deswegen bin ich jetzt schon mal ruhig.